So, meine lieben Leute, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 1 Remastered. Ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss, Leute. Ich habe zwar hier irgendwo noch ein Video gesehen, aber irgendwie weiß ich trotzdem nicht, wo lang. Mir fällt aber noch was anderes ein, und zwar gibt es ja nämlich auch noch dieses Waldgebiet, dieses Aschrich, keine Ahnung. Und, da waren wir auch schon mal am Anfang, da haben wir dieses große... Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Und da möchte ich jetzt hin, Freunde. Da gibt es nämlich auch noch einen Boss. Ich weiß nicht, ob er geheim ist oder so. Keine Ahnung. Aber da können wir jetzt mal hingehen. Ich glaube, dass unsere Sachen auch relativ gut für dieses Gebiet sind. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich schon relativ weit damit kommen, würde ich jetzt mal sagen. Gucken wir uns das einfach mal an, Freunde. Und hoffen, dass wir da, ja, weit wegkommen. Teleportieren. Sonnenlichtaltar. Kammer der Prinzessin. Die Tiefen. Tochter des Chaos war das, glaube ich. Nee, da war das nicht. Gemeinde der untoten Katakomben. Wo war denn? Warum kann man das denn nicht alles auswählen? Feuerbandschrein kann ja nur gehen. Aber Feuerbandschrein ist so weit weg. Sonnenlichtaltar? Die Tiefen? Ah, jetzt verstehe ich das, Freunde. Man kann sich immer in dem jeweiligen Gebiet am Leuchtfeuer, kann man sich immer zu einem anderen Leuchtfeuer in dem Gebiet porten. Das, es wird aber immer nur das erste Leuchtfeuer angezeigt, glaube ich. Wenn wir jetzt hier wieder raufgehen, zeigt er uns auch nichts anderes an. Toll. Was ist denn Sonnenlichtaltar? Ich probiere jetzt mal, was Sonnenlichtaltar ist, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn Sonnenlichtaltar? Und nach Sens Festung können wir uns auch nicht teleportieren, warum auch immer. Bezirk. Jetzt sind wir hier, okay. Na, das ist ja schon mal was. Das ist ja auf jeden Fall eine Abkürzung. Die würde gehen, würde ich mal sagen. Okay, gehen wir mal lang. Der Drache steht wieder da, aber soll uns egal sein. Zack. Gib mir wenigstens ein paar Scherben hier, das wäre gut. Zack. Auf mich zu schießen, ich habe euch nichts getan. Ey, komm, so eine Seele wäre schon mal drin, oder? Kann schon mal drin sein, hier so eine Scheißseele. Aber gut, Freunde, wir sind gleich da. Wir haben das gleich. Und wir gehen jetzt mal da lang. Oh, Digga, komm, ey. Du bist krass, wir wissen's. So, komm, hier, der nächste auch noch gleich mit. Ich habe nicht ewig Zeit hier. Mach hin, komm, Angriff. Zack, Digga. So, Gepär hier, weil du was hast. So, okay. Wir müssen jetzt in den Wald, Freunde. Da waren wir schon mal anfangs gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch da schon mal mitgenommen habe. Denn da wollen wir jetzt hin. Man kann sich auch nicht überall hin teleportieren, habe ich gehört. Alter, der Angriff, der war heftig. Man kann sich nicht überall hin teleportieren, sondern irgendwie immer nur da, wo diese Feuerbandschrein-Ollen-NPC-Kackdinger sind. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Irgendwie so war das. Und ja, deswegen müssen wir jetzt diesen Weg hier laufen. Aber ist ja nicht so schlimm, Freunde. Wir gehen einfach schnell hier durch. Das geht ja relativ fix. Und dann sind wir auch schon in dem Gebiet, wo wir hinwollen. Und gucken dann da mal weiter. Denn da gibt es auch noch einen geheimen Boss. Und den würden wir natürlich gerne machen. Den würde ich natürlich gerne machen wollen. Denn ich bin natürlich auch auf der Suche nach Havels Ring. Und Havels Ring soll sich ja, glaube ich, in dem Gebiet aufhalten. Ich weiß es ja nicht. Hat er irgendwas Neues mit euch zu gehen? Geschmiedet zu haben? Mögt ihr irgendwas geschmiedet zu haben? Waffe verstärken? Das bringt uns nichts. Ausrüstung reparieren? Das könnten wir mal eben machen. Wenn wir schon mal da sind, Freunde, könnten wir das mal schnell machen hier, oder? So, den scheiß Helm. Was wir jetzt noch machen könnten? Das könnten wir machen, Freunde. Nämlich die... Wir haben doch da eine neue Rüstung gekriegt. Jetzt wäre es mal interessant, der Helm braucht 3,5. Was dieser andere Helm braucht, 3,5 schwer, Schwarzeisenhelm, 6,0. 27, 11, 19, 8. 27, oh, der ist besser, 11, 19, 8. Ist aber auch schwerer, ich versuche das mal aus, glaube ich.
Ich glaube, ich versuche den mal. Ob der irgendwas bringt. Warte mal, wir gucken mal noch mal kurz. Gewicht 6,0. Hohen Schutz, speziell bei Feuerangriffen. Aber es ist schrecklich schwer, dass ihn kaum ein anderer... Ja. Was haben wir denn sonst noch an? Warte mal. Mann, Digga, was machst du denn hier? Wir haben Wanderermantel. Haben wir auch einen Wandererhelm? Wandererkapuze ist das. Gucken wir, ob wir die aufwerten können. Ist natürlich auch extrem leicht. Und da hätten wir endlich mal den Look vollständig. Rüstung verstärken, Wandererhelm. Mal gucken, was wir dafür aufwerten müssen. Kleine Scherbe. Kleine Scherbe. Haben wir ja genug eigentlich. Ach, scheiß drauf. Lassen wir jetzt einfach mal drinnen hier. Komm. Probieren wir jetzt mal aus hier, Digga. So, komm, wir gehen zum nächsten Leuchtfeuer, Freunde. Hier gibt es übrigens ein geheimes Leuchtfeuer. Das wollen wir uns jetzt holen. Und dann gibt es natürlich auch einen kleinen Trick, um Seelen zu farmen. Das kann ich euch auch zeigen. Denn dieser Trick, der existiert hier in diesem Gebiet. Und einige von euch kennen ihn wahrscheinlich. Einige nicht. Komm, zack, Digga. Gib mir deinen Moosklumpen. Okay, er gibt keinen Moosklumpen, ist aber nicht so schlimm. Brauchen wir nicht. Nicht unbedingt. Finsterwutsgarten. Hast du wenigstens was bei hier? Plündern. Blutroter Moosklumpen, Kack. So, wir wollen zum Leuchtfeuer, Freunde. Ja. Ich muss natürlich auch immer ein bisschen gucken, Leute, wo es weitergeht. Denn ich kenne mich in den Gebieten auch nicht so gut aus. War hier auch noch nicht großartig gewesen. Deswegen, wenn ihr wisst, was jetzt nach Arnolundo das nächste Gebiet wäre, schreibt es bitte in die Kommis, das würde mich sehr interessieren. Ach, scheiße. Oh, shit. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst gekriegt, ey. Da kommt der nächste, aber... Ach komm, Digga, Mann. Dann komm jetzt halt her und renn nicht zurück. So, komm her jetzt. Ich hab nicht ewig Zeit. Komm, gib nochmal Klumpen her hier. Lila Moosklumpen. Ist auch okay. Lass liegen hier das Zeug. So, komm. Einmal saven kurz. So. So, Freunde. Jetzt kommt der Punkt. Zuerst machen wir mal kurz diesen hier. Warte mal, den können wir ja erstmal kurz mal hier platt machen. Das ist nämlich ein Bug, die denken jetzt. Okay, das hat super funktioniert, würde ich mal sagen. Komm, Digga, geh mal runterspringen. Wir müssen die alle mal ausschalten. Und hier gibt es ein paar Stellen, die sehr interessant sind. So, kommt mit, Homies, ihr seid die Besten. Los, kommt, folgt mir. Müssen wir bloß hoffen, dass die da runterfallen. Ja, muss ein bisschen geübt sein, aber man kann hier auf jeden Fall ziemlich gut EP farmen. Jetzt rennen die da hoch, weil die denken. Siehst du, er ist runter. Und der andere, der kommt auch. Das ist so ein komischer Geist hier, der jetzt kommt. Und der kommt auch noch hinterher, das ist sehr gut. Danke dir, Bro. Hau rein, Digga. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, Freunde, so kann man gut die P farmen. So, jetzt sind die tot. Und jetzt können wir mal gucken, was da oben alles so ist. Ich war hier oben jetzt noch nicht gewesen. Das ist für mich neu. Auch da hinten war ich noch nicht. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht, was hier kommt. Was uns hier erwartet. Es ist wahrscheinlich auch wieder... Ist da hinten ein Leuchtfeuer oder so? Oder ist es nur ein Hinweis? Könnte auch nur ein Hinweis sein, ich weiß nicht. Egal, ich häng fest. Hier sind bestimmt ganz viele blöde Gegner. Deswegen müssen wir mal aufpassen hier ein bisschen.
Das sind irgendwelche Pilze. Sehe ich gerade. Oh. Kurz mal checken, ob sich die Truhe bewegt. Sieht nicht so aus. Steingamaschen, Steinhelm. Gucken wir uns auch mal an. Könnte gut sein. Steingamaschen hat bestimmt irgendwie Giftresistenz oder irgendwie. Oh, ist aber voll schwer, ey. Schlag 104. Blutresistenz, Balance. Der Steinritter ist ein Produkt alter Magie. Diese Rüstung ist zwar auch von Zauberkraft durchtränkt, doch sie ist unfassbar schwer. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gern. So, jetzt gucken wir mal. Ein Leuchtfeuer wäre auch irgendwie nochmal episch, ne? Wir sind zwar nicht so weit weg, aber irgendwie so ein Mittelpunkt, dass man nicht immer diesen ganzen Weg laufen muss. Das wäre ganz gut. Da hinten ist so ein Pilz wieder. Ich weiß auch nicht, wo es hier lang geht. Oder wo es sinnvoll wäre, lang zu gehen. Was mich ein bisschen verwundert, Freunde, hier kommen nirgendwo irgendwie Gegner. Da hinten ist wieder irgendeine Tür oder so. Scheiße, das ist bestimmt schon der Bosskampf oder so. Das ist bestimmt schon der Bosskampf. Okay. Zu dem wollen wir aber erst noch nicht. Ich möchte erstmal noch ein bisschen Looky Looky machen. Ich glaube, ich knöpfe mal so einen Pilz vor, was der kann. Was so ein scheiß Pilz drauf hat. Okay. Ja, die haben doch bestimmt irgendwas. Da sind Monsterpilze. Aber bisher machen die nichts. Wahrscheinlich wird der Boss dadurch schwerer oder so. Irgendwas hat das bestimmt zu bedeuten irgendwie. Kommt der Fette da? Nee. Irgendwas hat das bestimmt zu bedeuten, ey. Dieses Schreine. Ich glaub schon. So, hier gibt's ja mal eine kleine Info mal wieder. Oh shit. Oh shit, warum muss jetzt so ein scheiß Wolf kommen da? Kacke. Ich will jetzt nicht drauf gehen, aber ich muss den auch machen. Ist aber ganz schön fett, ne? Digga, ist ja gut. Komm, steh auf hier, Humboldt. Noch kannst du nix, Bro. Kommt noch ein zweiter, bitte nicht! Wie viel kommen denn da, bitte? Oh, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Es sind zu viele. Warum kommen denn da so viele, verflucht? Scheiße. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Vielleicht kann man die wieder mit Pfeil und Bogen irgendwie von Weitem töten. Warum kommen denn da so viele? Ich verstehe das nicht. Aber es hat bestimmt irgendwie schon wieder einen Sinn. So, kleiner Zwerg, komm. Ey, irgendwas haben die doch zu bedeuten, die Kleinen. Da ist eine Truhe im Wasser oder irgendwas. Irgendwas haben die kleinen Viecher hier doch bestimmt zu bedeuten. Das kann doch nicht ohne Grund hier. Die lassen aber auch nichts fallen oder so, ne? Irgendwelche Items oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich werden die Großen immer stärker oder der Boss, wenn ich die Kleinen töte hier. Das sind nämlich ihre Kinder oder so, keine Ahnung. Aber die schreien jetzt auch gar nicht mehr, ne? Warum schreien die jetzt nicht mehr? Warum schreien die jetzt nicht mehr? Heilen die sich da in dem Wasser? Ich glaube, der Große guckt. Also die Wölfe, die gehen, oder Bärenwolf, keine Ahnung, was das sein soll. Die scheinen eigentlich zu gehen.
Da geht's auch irgendwo hin, ne? Da ist ein Pfad. Da gibt's bestimmt eine geheime Tür oder so. Da möchte ich auch hin. Die kann man von hier vielleicht töten. Lass mich mal versuchen. Geht tatsächlich, ne? Aber die halten zu viel aus. Oh Scheiße, jetzt kommt er. Kacke ist, dass der andere auch kommt. Das ist wohl so ein Problem hier, glaube ich. Ha, aber da hinten ist da irgendwas. Ist da irgendwas Nennenswertes, was man. Ich glaube, ich versuch's nochmal. Aber ich will jetzt mal gucken, was die hier taugen. Die müssen doch auch irgendeinen Zweck haben, die Viecher hier. Der macht jetzt natürlich irgendwas. Okay, der kann irgendwas. Aber die halten schon wesentlich mehr aus. Darf nicht runterfallen da in diesen. Darf nicht runterfallen in diesen. Zu diesem Wolf. Oh, shit! Alter, der haut richtig rein. Scheiße! Digga, roll dich doch weg, Mann. Komm jetzt hier los. Tausend Goldharz. Ist da eine Truhe im Wasser? Irgendwas ist da im Wasser, ne? Ja, die will ich natürlich haben, die Truhe. Die hole ich mir jetzt auch. Die hole ich mir einfach. Darf uns nicht kriegen. Aber so geht das schon. Combo. Verfluchter Stein im Weg. Okay, der hat gut gesessen. Ich bin auch immer zu übermütig. Ich bin viel zu übermütig, ne? So, das haben wir. 1000 wieder. Komm, gib mal was her hier. Goldharz, schön. So, also hier kann man Goldharz haben. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss natürlich genau hingucken, denn es könnte wieder eine böse Truhe sein und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Es sieht nicht so aus. Blaue Glut. Was bringt das? Blaue Glut. Ist das ein Ring? Nee. Zauber. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut, okay. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie Frost oder irgendwie so ein Kack. So Leute, ich würde sagen, wir versuchen nochmal diesen scheiß Wolf hier. Ich würde den ja gern machen. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Angst, dass ich drauf gehe. Aber die haben bestimmt irgendwas zu bedeuten. Da hinten, da gibt es bestimmt irgendwas. Also hier ist auf jeden Fall Grenze. Wir müssen einen anlocken. Es kommen immer beide. Es darf nur einer kommen. Beide ist schlecht. Scheiße. Vielleicht können wir den jetzt herlocken. Ha, Kacke. Beide sind schlecht. Wir brauchen einen. Vielleicht kann man den aber auch irgendwie von hier jetzt mit einem Pfeil nochmal angreifen, dass die nicht kommen. Das dauert zu lang. Die halten zu viel aus. Ich weiß ja nicht, ob da hinten überhaupt irgendwas Sinnvolles ist. Ich glaube, ich scheiß drauf.
Es ist mir zu schwierig, die zu töten. Wir gucken mal da hinten. Da ist ja noch so eine Leiter gewesen. Da gucken wir jetzt mal schnell nochmal hin. Ob wir da irgendwie langkommen, was es da so gibt. Da scheint es ja auch irgendwas zu geben. Irgendwie eine geheime Tür oder so. Vielleicht ein geheimes Leuchtfeuer, wer weiß. Müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Da müssen wir da hinten irgendwie hin. Da müssen wir hier wieder durch den Turm zurück. Und rüber auf die andere Seite. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an. So.